Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven. Ich nehme heute am Samstag auf und ich denke, ihr werdet das entweder am Montag oder am Dienstag zu sehen bekommen. Ich muss mal gucken, wie ich das so schaffe mit dem Schneiden und Bearbeiten. Ja, wir haben hier eine neue Werbung und zwar Cherry Blossom. Kostet 21,99 € und wird geliefert in 60 Tagen. Ja, kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Ich zum Beispiel werde es nicht kaufen, wie alle anderen auch nicht. Was haben wir hier noch? Komet-Paket. Und es ist im Moment in den fröhlichen Eiern exklusiver Sommer drinne. So, hier haben wir unsere Dressurpferde. Einmal Meerjungfrau, ne? Ja, genau, Stufe 4. Und das Biest. So, und hier haben wir noch wieder ein neues Paket für 109 Euro. Boah, alle Achtung, auch das brauchen wir nicht. So, dann haben meine Pferde ordentlich Münzen gesammelt. Die können wir mal eben holen. Ich habe hier wieder haufenweise Werbung. Hauptsächlich wahrscheinlich wieder von der Dressur. 7200 Münzen Stallburschenbelohnung. Werbung brauchen wir auch nicht. So, Tagesbelohnung natürlich wieder vergessen. Die Anne war da. Ja, gut. Dann lassen wir das so. Wir sind jetzt hier in Deutschland. Guck mal, dann können wir hier gleich die Mine leer machen. Da gab es blaue Steinchen und ein paar Münzen. So. Dann machen wir mal eben die Weide sauber. Und ich glaube, hier hatten wir angefangen mit dem Zwilling zu züchten. Nee, Quatsch, nicht Zwilling. Mit dem Sternzeichen Fisch. Da brauchen wir jetzt hier aber mal eben so ein bisschen Platz, weil sonst können wir es nicht rausholen. So, dann kommt der da rein. Und den holen wir ab. Okay, ich glaube, wir hatten Hengst. Genau, jetzt haben wir eine Stute. Passt doch ganz gut. Die Sky. Einmal füttern. Ne, ich glaube, das reicht noch nicht ganz, oder? Ne. Stufe 3 erst. Oh, ich glaube, die Möhrchen werden auch nicht reichen für Stufe 5. Doch. Okay, zwei Möhrchen reichen für Stufe 5. Nicht schlecht. So, da haben wir unseren Fisch als Stute. Können wir noch mal eben in die. Genau. Ja, sieht ganz schick aus, ne? Ich finde das mit den Abzeichen hier hinten eigentlich ganz schön. Das sieht echt schick aus. Dieses hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen anders gemacht. Den Behang hier unten an den Füßen. Es sollen wohl Schuppen darstellen. Dieses sollen wohl Flossen sein. Ja, im Großen und Ganzen aber doch ganz hübsch. Dann wollen wir doch auch noch mal eine neue Deckung starten. Wenn wir jetzt schon beides selber haben. So. Dann nehmen wir auch erst, glaube ich, den Hengst. Eigentlich ist es auch wurscht. Muss er auch erstmal finden hier. Da ist unser Hengst. Einfach zu viele Pferde, würde ich sagen. Krebs. Da, Sky. So. Auch wieder Körperfarbe weiß. Mene Lila, aber ich glaube, das ist. Nee, das ist Stufe 2, ne? Kostet uns 62.400 Münzen. Und die Chance liegt bei 13%. Okay. Na, dann wollen wir mal gucken, ob das was wird. Nö. Natürlich nicht. Da müssen wir nochmal wieder bei. So, da verkürzen wir aber nicht. Das brauchen wir nicht. Wir können hier die Kirschen nochmal einsammeln.
Ach, und ich wollte auch unbedingt mal gucken. Ich hatte ja die Oase hier aufgewertet, ob es da was für gab. Ich glaube aber nicht. Ich glaube für die nächste Stufe erst. Welche Stufe haben wir denn jetzt? Muss ich jetzt mal gucken. Wir haben jetzt Stufe 14. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wieso? Aha, jetzt. So, dann wollen wir mal schnell gucken. Einmal durchscrollen hier. Es ist ziemlich weit unten. Aber ich glaube tatsächlich, wir kriegen erst auf Stufe 15 was wieder. Ist ein bisschen doof gemacht, ne? Sonst war es eigentlich immer so, dass du bei jeder Stufe auch Diamanten wiederbekommen hast. Jetzt sind die einzelnen Stufen ein bisschen günstiger. Dafür bekommst du aber dann auch nichts wieder. So. Das sind die Märkte, die habe ich noch nicht wieder aufgelevelt bzw. aufgestuft, weil sich das für mich nicht wirklich lohnt. Besitze eine Pferdeoase der Stufe 13 in Holmfirth. Okay, in Füssen, genau, hier guckt. Seht ihr das? Besitze eine Pferdeoase der Stufe 15 in Füssen. Das heißt, wir bekommen jetzt erst, wenn wir nochmal wieder aufwerten, 1800 Diamanten wieder. Und das würde uns kosten 2100. Ja, kann man machen, ist okay, aber dafür bekommt man eben halt auch nur alle zwei Stufen was wieder. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich, aber gut. So. Gut, dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Hier können wir noch was Neues anschmeißen. Ne, hier habe ich keine Äpfel. Dann machen wir das. So. Dann gehen wir, glaube ich, tatsächlich noch mal eben nach Holmfirth, also in Großbritannien, und gucken, was wir da haben. Gar nichts. Ach, das war ja das mit dem Gelderländer. Ja, da bin ich ja noch nicht weiter mit. Ach Mensch, habe ich wieder vergessen zu gucken. Und wie immer gucke ich noch mal schnell bei Facebook rein, ob da einer was geschrieben hat. Sieht nicht so aus. Schade. Gelderländer. Da. Ich glaube, uns fehlte bei beiden eine Stute. Die Sabine. Die Sabine hat eine Stute in T2. Wir können ja mal schnell gucken, ob sie die noch draußen stehen hat. Exklusiv Gelderland. Da als Stute. Die Sabine. Wo haben wir sie denn? Da. Nee. Schade. Das ist echt schade. Ansonsten. Nö. Kann noch mal T3 gucken, aber ich glaube nicht. Als Stute nicht. Ich glaube, die meisten oder viele haben einen Hengst. Hier hatte noch einer geschrieben, aber muss ich mal eben suchen. Wo ist sie denn? Sie weiter unten, die Regina. Puh, wo ist sie denn bloß? Oder bin ich da schon wieder dran vorbei wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, gut. Dann hat sich das auch wieder erledigt. Ich schreibe mal eben schnell und mache einen kleinen Cut und bin dann gleich wieder da. So, da habe ich einen kleinen Cut gemacht und bin wieder da. Also ich habe jetzt hier nichts weiter gefunden. Ich hoffe, dass mir da jemand auf Facebook zurückschreibt. Wegen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem verkehrt geguckt. Ich glaube, ich habe das jetzt auch verkehrt geschrieben, ne?
Ja, ich hätte einen Hengst gebraucht. Oh Mann. Toll, toll, toll. Ja, dann können wir ja doch noch mal eben einmal gucken, ob eventuell doch noch einer ein Exklusiv-Gelderland stehen hat. Ach Mensch. So, wo war sie jetzt? Wieso habe ich denn letztes Mal auch eine Stute gesucht? Nee, letztes Mal haben wir doch einen Hengst gesucht, oder nicht? Jetzt bin ich, glaube ich, schon zu weit. Da. Okay. Gut. Dann lassen wir das. Dann ist es so. Aber dann muss ich gleich nochmal bei Facebook gucken, nicht, dass ich mich da verschrieben habe. Und dann können wir hier aber dieses nochmal eben ein. Sammeln. Und ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen was verkaufen hier noch. Guck mal hier, die Apfelkekse. Das. Und das. So. Und dann haben wir zweimal Melonen. Zwei Kürbis. Jetzt habe ich drei Erdbeeren. Dann machen wir zweimal Salat und machen dann beim nächsten Mal die Rüben. Dann gehen wir rüber nach Frankreich. Genau, da müssen wir mal eben den exklusiven Frühling, genau, das war Stufe 3, das hatte geklappt, aber ich habe hier keinen Platz, weil ich erst eins wieder in die Oase stellen muss. So. Ich habe gar keinen Platz. No. Shit. Shit. Was war denn das? Das ist auch ein Hengst gewesen, ne? Haben wir denn hier noch? Nee. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir halt noch mal wieder ein goldenes Pferd verkaufen. Damit wir Platz haben, ne? Damit wir das da rausholen können. Och Mensch. Ja, so, einmal den. Dann können wir den da reinstellen und das Fohlen rausholen. Es ist ein Hengst geworden, Harun. Nee, Harun finde ich aber nicht so schön. Was hätten wir denn sonst noch? Als Hengst können wir du. Ich glaube, Kosmos haben wir schon. Oder Cosmo, glaube ich. Wisst ihr was? Wir nennen ihn einfach Avalon. Avalon ist doch nicht schlecht. So, dann machen wir ihn groß. Und da bin ich mal gespannt, wie er aussieht, wenn er groß ist. Ich glaube, das reicht noch nicht, oder? Doch. Doch, das reicht. So, im schicken Blau. Ach, guck mal, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Guck mal hier, der hat hier hinten so leichte, nicht hinten nur, sondern vorne auch, leichte Tätowierung hier an den Beinen. Das sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Ja, die Schleife ist nur auf der anderen Seite vom Kopf.
Die Mähne ist ein bisschen flatterig, aber okay. Ansonsten im Großen und Ganzen sieht das eigentlich ganz schick aus. Dreht er sich auch noch mal? Nee, ne? Doch. Guckt mal. Schick. So rum hätte ich das gut gefunden. Aber gut. Dann ist es jetzt auch so. Aber trotzdem ist er ganz schick. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwas, was wir züchten können? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier sind wir denn dann durch. Was haben wir dann? Nee. Nee, dann haben wir hier alles fertig, was wir hätten züchten können. Dann muss ich mal gucken, wenn ich im anderen Land noch ein paar andere habe, sonst noch mal eins hier rüber schieb. Ja. Schade, schade, aber ist halt so. Da werde ich dann noch mal zum nächsten Mal gucken, ob ich eventuell eins von den Exklusiven hier rüber schieb. Da haben wir ja, was haben wir denn dann noch? Exklusiv Gelderland, exklusiv Shetland Pony. Was gibt es denn noch? Dann haben wir das exklusive Vollblut. Den habe ich aber, glaube ich, schon länger. Genau, englisches Vollblut. Nee, der ist auch neu. Den könnte ich noch rüberschieben. Shire haben wir komplett fertig. Den habe ich ja nun schon länger. Und ansonsten, ich glaube, dann war es das auch. Dann werde ich zum nächsten Mal gucken, dass ich hier das exklusive Vollblut rüberschiebe. Dann können wir das hier züchten. Wir können aber noch mal eben die Äpfel einsammeln. So. Und auch die Honigtöpfe. Und hier machen wir neue Kekse. Machen wir da ein und da zwei. So, dann können wir nämlich hier nochmal gucken. Das geht noch bis Dienstag. Ab Mittwoch gibt es dann wieder neue Pferde. Ich habe mal bei Instagram geguckt. Und zwar kommt dann als nächstes, Moment, ich sage euch das sofort. So. Und zwar kommt als nächstes der Canadian Pacer, der Gelderländer und das Hackney. Ich glaube, die habe ich auch schon alle. Gewöhnliches Pferd. So. Was habe ich jetzt gesagt? Gelderländer. Genau, den habe ich. Canadian Pacer sollte ich eigentlich auch haben. Jawohl. Und das Hackney. Das Hackney, ich glaube, das war ein. Genau, auch den habe ich schon. Und danach die Woche ab dem 27. Januar kommt das Selle-Français. Das habe ich auch schon irgendwo, ne? Selle-Français, wo ist es denn? Genau, das ist Selle-Français. Der Württemberger, den hatten wir ja nur auch gerade erst gehabt. Das ist noch gar nicht so lange her. Da ist der Württemberger. Und das exklusive Pferd Rotkäppchen. Da. Habe ich in Stufe 3. Da, Rotkäppchen. Das kommt dann demnächst in Stufe 4. Ab dem 27. Januar. So, dann huschen wir rüber zu den Kisten. Das geht jetzt auch noch bis Dienstag und dann ist das auch vorbei. Ich weiß nicht, ob danach noch neue kommen. Guck mal, hier könnt ihr nämlich immer noch das Rotkäppchen sammeln und die Meerjungfrau und Isabella Derby, wenn ihr die noch nicht habt. Ich keine Ahnung, ob danach noch wieder ein neues Event kommt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. So, einmal zu USA. Und hier haben wir gezüchtet das Klee. Das müssen wir mal eben durchtauschen. Hier haben wir ja noch ein bisschen mehr Platz. Halt, das war zu viel.
So, das hatten wir die Stufe 2. Hatten wir da, hat die Stufe 3 geklappt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, hat nicht geklappt. Ist auch eine Stute geworden. Das heißt, da müssen wir nochmal zu Kitty und da nochmal züchten. Stufe 2 erst, ja. Das war noch nichts. Erdbeeren haben wir nicht. Müssen wir mal eben welche kaufen. Noch nicht gereicht. Und noch ein paar Sojabohnen hier. So, das müsste jetzt aber langen. So. Einmal zurück. Und huch. Ich glaube, wir haben keinen Hengst von dem Klee. Das ist Stute. Stute 1, noch eine Stute 1. Winter. Nochmal Winter, Winter. Nee, haben wir nicht. Gut. So. Dann ab zum Stufe 3 Hengst. Wenn ich ihn nicht, da ist er. Und der müsste eigentlich bei Kitty gewesen sein. Jawohl. Da steht er. Ich glaube, Kitty spielt im Moment auch überhaupt nicht. Zumindest sehe ich da immer keine Veränderung. Stufe 2. Dann wollen wir mal gucken. 101.924. Wenn wir wenigstens einen Hengst in Stufe 2 kriegen würden, wäre das schon sehr schön. Hier ist ein Hengst. Und noch ein Hengst. Und noch ein Hengst. Guck mal. Also ist es hier völlig wurscht, was wir bekommen. 8% auf dem Dreier haben wir hier. Nee, das sieht aber nicht so aus. Ist aber nicht so schlimm, da wir jetzt ja den Hengst kriegen in Stufe 2. Und gucken wir mal, ob das nächstes Mal dann besser klappt. Nee, Hilfe bitten brauche ich nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. So, machen hier aber die Weide nochmal eben sauber. Und ich denke, wir können hier auch nochmal eben ein bisschen neues Futter und so weiter anschmeißen. Aber ich glaube, kein blaues mehr. Moment, wir gucken. 20 blaue haben wir noch. Grüne haben wir 21. Die können wir aber auf jeden Fall verkaufen. Dann würde ich sagen, wisst ihr was, machen wir noch zweimal blau, zweimal grün und zweimal orange. So, dann können wir das hier noch einsammeln. Huch. Und machen nochmal neue Möhrchen, neue Sojabohnen und ich glaube, da können wir ruhig zwei Reihen von machen. Und dann, was haben wir hier? Das sind die Sternzeichenpferde, ne? Da haben wir ja nun endlich alle von. Die brauchen wir nicht kaufen. Hätte ich auch sowieso nicht, selbst wenn ich sie jetzt nicht gehabt hätte. Das wäre mir zu teuer. Da gebe ich kein Geld für aus. Dann gehen wir nochmal zur Fantasieinsel und gucken mal eben, was wir da noch so Schönes haben. Da muss ich mal eben überlegen. Was haben wir hier denn? Was war denn das für ein Pferd? War das exklusiv Sommer? Ich glaube, ne? Ich glaube, hier hatten wir den exklusiven Sommer. Den hatten wir noch nicht fertig. Ja. Stufe 2 ist das, glaube ich, oder?
Ja, da müssen wir, glaube ich, noch Stufe 3. Ich glaube, da waren wir noch nicht fertig. Da müssen wir aber noch mal eben durchtauschen. Hatten wir denn da einen Hengst in Stufe 2? Nee, das hatte schon geklappt. Guck mal, dann sind wir da aber fertig. Sehr schön. Mona finde ich jetzt für. Die nennen wir jetzt einfach Summer. Und dann gucken wir hier mal, was wir hier noch züchten können. Ob hier überhaupt noch irgendwas ist zum Züchten. So langsam wird es ja auch weniger. Da haben wir dann nur noch die Konstellationspferde. Und exklusive Pferde werden hier dann langsam weniger. Na, einmal noch. Na, wo fehlt denn noch einer? Aha, das war aber ein ganz, ganz kleiner Fleck, den konnte man ja kaum sehen. So, einmal erwachsen werden. Und dann haben wir das in Lila. Schöne Farbe, mag ich wirklich sehr. Nur die Zöpfe mag ich immer noch nicht. Und auch hier unten an den Beinen, diesen Zipfel ist nicht so meins. Alles andere ist eigentlich. Oh, der hat blaue Augen, ne? Das passt richtig gut. Das sieht richtig schick aus. Was haben wir hier denn? Ach, das ist vom Fisch. Okay. Nee, das soll da wieder runter. Von irgendeinem Konstellationspferd. So, einmal raus. Dann können wir aber eigentlich mal eben gucken, was wir hier noch haben. Meerjungfrau, haben wir die schon auf? Nee. Dann können wir hier die Meerjungfrau, genau, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch gesagt, ne? Dass wir hier eine Meerjungfrau brauchen. In Stufe 3 oder Stufe 4. Ich glaube, wir suchen erstmal Stufe 4 als Hengst und gucken, ob das jemand hat. Guck mal, das ging doch fix. Dann können wir hier eine neue Zucht anschmeißen für die Meerjungfrau. Oh, hier ist das Pharaonenpferd. Das finde ich eigentlich auch ganz schick. Ne, Imagine ist das. So, hier haben wir Stufe 4. Die Ariel. Da. 113.000 kostet uns das. Ist hier denn wenigstens ein Hengst in Stufe 3? Das ist eine Stute. Da ist ein Hengst in Blau. Das sind nur 29%. Und Stufe 4 in 13% als auch Hengst. Okay, also entweder hellblau oder pink wäre sehr, sehr schön. Ansonsten, nein, stopp, zu weit. Ansonsten muss ich noch mal wieder her. Oh, 2 Tage. Da bitten wir um Hilfe. Das dauert doch sehr, sehr lange. Dann kann ich morgen noch mal hier reingucken und kann noch mal selber einmal einen Tag 10 Stunden, ja, kann ich morgen noch mal um Hilfe bitten und kann dann noch mal
alleine eine Zucht anschmeißen. So, wir sammeln noch mal einmal ein. Dann gucken wir hier noch mal eben aufs Event. Ich hatte eigentlich letztes Mal gedacht, ich verbrate hier mal so meine Nikolausschüchen, aber bin dann tatsächlich doch noch mal auf den Tausender drauf gekommen. Dann, wenn ich es eigentlich nicht mehr brauche. Wir können hier jetzt noch sammeln, einmal für 200 Schritte einen Hut, für 400 Schritte nochmal Diamanten und für 600 Schritte nochmal eine Bekleidung. Und bei den anderen Schritten gibt es dann nochmal das Siegesderby, was ich aber auch schon habe. Können wir höchstens nochmal gucken, wenn hier jeden Tag das ändert, dass ich mir hier die Accessoires nochmal hole. Würde ich hier nochmal ein paar Mal drücken. Guck mal, jetzt haben wir schon gleich den Sattel gekriegt. Das ist auch gut. Jo. Dann würde ich jetzt einfach nur noch versuchen, nochmal die ganzen Accessoires zusammenzubekommen, die es jetzt noch gibt. Hätte ich man schon früher machen sollen. Habe ich aber auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Oh Gott. Ja, und da haben wir Probleme mit der Verbindung, mit dem Server. Ihr Lieben, aber die Folge ist eigentlich auch schon lang genug. Da lohnt sich eigentlich nicht wirklich mehr ein Neustart. Von daher würde ich jetzt für heute Schluss machen, bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.